Stefan Kunz. Spielt ja hier eine andere Rolle. Kalli Feldkamp hat es ja eingangs angedeutet, als beim Beşiktaş. Dort nämlich spielt er die meiste Zeit im linken Mittelfeld. Und das erklärt, warum er da nicht der ganz große Torschütze ist. Immerhin, 5-mal hat er in dieser Saison schon getroffen. Und die Mannschaft belegt nach dem letzten Wochenende wieder Tabellenplatz 3. Ziege. Helmer. Na bitte. Allerdings werden da schon andere Schüsse kommen müssen, um diesen Mann hier zu überlisten. Victor Bahia. Sammer. Da bekam Sammer Probleme, weil Kohler vorher ein Problem mit Sapinto hatten. Also Freistoß für die Portugiesen. Die Distanz so 20 Meter etwa. 4 Spezialisten haben sie in ihren Reihen. Aber der Beste für diese Angelegenheiten ist Rui Costa, der Mann mit der 10 vom AC Florenz. Alle deutschen Spieler am eigenen Strafraum. Freund gegen Couto, auch das ist dessen Spezialität, weil er der längste der Portugiesen ist, bei Freistößen mit nach vorne zu gehen. Secretario und Einwurf für die deutsche Mannschaft. Also die Aufregung der ersten Minuten hat sich gelegt. Thomas Hässler geht im Mittelfeld im Moment die weitesten Wege, kommt da an den Ball. Weil er rechts nicht angespielt wird, muss er auf die linke Seite rüber. Aber beide, Möller und Hässler sind eng gedeckt. Oceano. Figo. Sammer. Die zweite brenzliche Situation, in die Sammer da verwickelt wird. Aber das ist natürlich auch eine Folge mangelnder Spielpraxis, denn auch Dortmund hat ja bis jetzt erst ein Ligaspiel nach der Winterpause machen können und das in Kaiserslautern. Oceano. Sapinto gegen Kohler. Das sieht gut aus. Hässler. 3 gegen 3. Hässler, Möller. Ja! Besser, weil schneller kann ein Konter nicht rausgespielt werden. Es gibt im Fußball, in der Fußballersprache diese Phrase, die kennen Sie alle, ein Auftakt nach Maß. Aber das war einer. Das schnelle Umschalten von Abwehr auf Angriff über Hässler. Und Möller ging in die Spitze und aus vollem Lauf mit links, da war es passiert. Und das gegen einen Weltklasse-Mann wie Victor Bahia. Alle Achtung, nochmal. Diagonal gespielt, der Pass von Hässler. Der Ball springt aus vollem Lauf, Möller flach nach rechts vorbei.
13. Minute, 1:0 für die deutsche Mannschaft. Das kann sich sehen lassen. Möller, Höster, alles über die beiden. Und endlich mal ganz links Christian Ziege. Ziege. Sammer. Kann man auch pfeifen. Aber da steht der erste Debütant mit der Nummer 13, Oliver Bierhoff. Und der zweite ist auch bereits im Spiel, nämlich Alberts. Die beiden sind also gekommen, Alberts für Ziege und Bierhoff, wie verabredet, für Stefan Kunz. Damit sind sie die Debütanten Nummer 39 und 40 in der Ära, das innerhalb der nächsten 5 Minuten vollziehen wird. Klinsmann. Bierhoff geht. Da ist Bierhoff. Also Alberts, haben Sie gerade gesehen, ist sich für nichts zu schade, hilft auch schon mitten hinten aus. Sosa. Oceano. Und Hessler. Ein Foul von Secretario. Thomas Helmer ist bereit, aufs Spielfeld zurückzukommen. Fünf Auswechslungen übrigens sind insgesamt vereinbart worden. Bati Vogts hat also noch 3 Möglichkeiten. Aber er sagte auch, so ein wildes Experimentieren soll das hier nicht werden. Erinnern wir uns an ein Testspiel unter Franz Beckenbauer damals vor der Weltmeisterschaft. Gegen Dänemark war das in Gelsenkirchen. Da wurde eine komplette Mannschaft ausgewechselt. Fehler von Kohler. Das 1:1 durch Antonio Foglia. Couto. Oceano. Wieder Couto. Costa. Und Köpke. Jetzt lassen sie spielen. Und das dann noch am Strafraum. Und sowas rächt sich ganz schnell. Das Spiel der Portugiesen wird besser. Panhera. Couto. Oh. Und das war Jorge Costa. Die deutsche Mannschaft hat das Spiel eine Halbzeit lang ganz gut im Griff gehabt, aber jetzt wird es brenzlig. Innerhalb von 30 Sekunden 2 dicke Chancen für die Portugiesen. Sosa. Costa. Wieder Sosa. Dimash. So, jetzt ist Platz. 3-4 gegen 2. Jetzt noch ein so Konter wie in der ersten Halbzeit. Bierhoff geht rechts. Bierhoff, da ist er. Hester. Möller. Ja! Freunde, Freunde, das sieht aus wie im Training. Blitzschnell wieder umgeschaltet. Wieder so ein Konter. Und so uneigennützig abgespielt von Oliver Bierhoff. Vielleicht macht man das so im ersten Spiel. Gut, dass er abgespielt hat. Dass auch Hester sich noch eines Besseren besonnen hat. Und dass plötzlich Andreas Möller so schön freistand. Hier. Wieder so ein platzierter Schuss.
unhaltbar für Vítor Baia. Die deutsche Mannschaft führt wieder 2:1 seit der 65. Minute. Ein Tor, das wirklich zum richtigen Zeitpunkt fiel. Denn gerade war die deutsche Mannschaft gewaltig unter Druck geraten. Das erste mit dem linken, das zweite mit dem rechten Fuß. Jetzt könnte der linke wieder dran sein. Und für Andi Möller ist es das 22. Tor im 58. Länderspiel. Freund. Sammer. Sagte gestern noch, er würde gerne länger bleiben. Hier haben wir die Szene noch einmal von Klinsmann. Die Ecke war frei. Das Spiel der Portugiesen hat ein bisschen gelitten unter den häufigen Wechseln. Aber der deutschen Mannschaft kann das nur recht sein. Sosa. Basler. Sammer. Möller. Sie sind wieder in der Überzahl. Bierhoff, kein Abseits. Oh. Das ist nicht der Abend von Jürgen Klinsmann.